Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, noch nicht ganz fertig mit den Zahlen. Wir hatten die doppelte 34, also eigentlich recht gut nach den ersten beiden Zahlen eine Regeneration. Die 36 ebenfalls eine durchwegs, also meines Erachtens, schöne Zahl. Ja, man kann da die 666 mehrfach herauslesen, das stimmt schon, aber für mich ist es trotzdem eine wunderschöne Zahl. Großes Wissen und jeder, der die 36 in seinen Zahlen hat, ich zum Beispiel, hat natürlich auch ein wenig Wissenshintergrund bzw. interessiert sich für höheres Wissen. Also ganz so schlecht ist die Zahl auch nicht. Die 37 ist wiederum eine Schutzzahl, eine sehr soziale Zahl, zeigt uns eine große, eine gute Liebesqualität, aber es geht nicht so sehr um Sexualität, sondern eben eher um soziale Begegnungen, um Dienst am anderen, um ja, Hilfestellung. Die 3 und die 7 ergeben laut Adam Riese die 10. Die 10 beschreibt die Erde, das Rad des Schicksals. Ich werde dazu, nein, nicht die Erde, das Sonnensystem. Die 10 ist ja die Sonne, die Erde ist ja die 7, der Wagenlenker. Hier geht es halt wieder darum, sich von Materie und Verstrickungen zu lösen, dann wäre man frei, also sozusagen Anfang und Ende eines Zykluses, und ich würde sagen, wir befinden uns jetzt in der Endphase eines Zykluses, ist gleich Neuphase oder Beginn einer neuen Phase. Und zuletzt haben wir die 1, die 1 steht für Zeugungsimpuls, Führerschaft, Dominanz, Kreativität, der göttliche Funke, wenn man so möchte, oder von mir ist der Impuls. Ja, dieses Horoskop ist auch ein Impuls, und zwar ein ganz schön heftiger, weil wir die Sonne logischerweise immer am Aszendenten haben bei Sonnenaufgang. Die Sonne sagt uns aber etwas über die Häuserspitze aus, die derzeit den größten Einfluss hat, aber darüber reden wir gleich. Viel wichtiger ist die Venus. Und was sagt uns die Venus? Die Venus ist die Herrscherin des zweiten Hauses, aber auch des siebenten Hauses. Und das bedeutet, dass die Themen Finanzen, Geld und die Themen Öffentlichkeit, also das Freie sich hinausbewegen im öffentlichen Raum, ein sehr, sehr oder sehr virulente Themenbereiche sind. Also das steht jetzt auf unserem Tagesplan. Morgen Montag, naja, schauen wir mal, wie sich das auswirken wird. Morgen ist übrigens ein keltischer Sonntag, also ein durchaus positiver Tag. Vielleicht auch mit diesem Trigon, aber auch dazu kommen wir gleich. Die Sonne am Aszendenten beschreibt auf jeden Fall, dass wir noch ungefähr so 15 Tage das Thema Gesundheitsmaßnahmen sehr stark im Fokus haben. Also das heißt, bitte seien Sie nicht ungehalten, wenn Sie sich noch ein wenig gedulden müssen. Weiter zum dritten Teil. Ende.